Ja, tja. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Mein Vater ist der mächtigste Druide im Waldlandreich. Einige sagen, er ist das Waldlandreich. Er kennt jeden Strauch und jeden Käfer hier. Er hält Zwiesprache mit der Natur und weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Leider hat er Probleme, sie zu kommunizieren. Seine Gleichnisse, die Natur betreffen, sind gewöhnungsbedürftig. Und wir sind jetzt leider unserem Ziel hier eine... Warte mal. Da steht doch ein Behälter. Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. So behältermäßig haben wir nicht wirklich was am Start, sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung. Seid Nate wortlos ab. Ich habe bisher. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir diese Behälter herbekommen sollen. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Ich vermute mal, es wird was mit den Kältchen dann zu tun haben. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale. Ja. So, dann schauen wir mal. Das haben wir uns alles schon angesehen. Das haben wir uns angesehen und mit Mutter. Können wir mit Mutter nochmal sprechen? Macht das Sinn? Mutter? Ja, Ivodora? Ivodora, okay. Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Oh, ich bin beschränkt lernfähig. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Regen. Wasser, das aus der Erde quoll. Eine Quelle halt. Und Wasser, das im Mondschein badete. Aus einem Teich. Hm. Regen, Quelle, Teich. Findest du wirklich, dass ich zu dick aussehe? Stell keine Fragen auf, die du nicht die Antwort hören willst. So, du glaubst wirklich, dass der Prinz... Wir haben Papa natürlich kennengelernt. Wir können wie die Seuche von See... Ja, weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Was? Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Das wäre mal was für die USA. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Das ist wieder die USA. Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Okay, alles klar. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Ja. Ich versuch's. Allerdings ist mir leicht zum Kotzen, weil ich schwanger bin. Und weil ich gerade ein Getränk getrunken habe, was mich einfach nur zum Kotzen bringen kann. Okay. Haben wir diese... Ne, diese Karaffe von da oben haben wir nicht. Warte mal, seid Nate, wortlos. Nein. Ich drücke jedes Mal Kreis an der Stelle. In viel zu vielen Spielen ist Kreis einfach der Zurückbutton. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. So. So, bitte lass uns die Karaffe jetzt da stehen haben. Ja, sehr gut. Und dich kann ich gebrauchen. Her damit. So, jetzt geht's wieder raus. Also, Regenwasser, also Wasser, was vom Himmel fiel, Wasser, was im Mondlicht batet. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich gehe davon aus, dass der Teich hier auf jeden Fall eine Quelle sein wird. Also hier haben wir erstmal die Quelle, genau. Schön voll machen.
Warte mal, ganz kurz noch überprüfen, ob das so war. Ich denke, ich habe genug geangelt für ein... Ja, das jetzt wieder angucken. Einfach schön. Reines Wasser, das durch die Luft stürzt und einen feinen, erfrischenden Wassernebel im Garten verteilt. Ja. Na gut, schauen wir mal. Also. Dit. Wäre. Was? Clipping-Fehler. Hier sind drei Summen. Ja. Okay, alles klar. So, dann zoomen wir jetzt die Karaffe raus. Warum nicht? Vielleicht habe ich Glück. Es funktioniert. Eines der Symbole glüht. Hervorragend. So. Fehlen nur noch zwei. Warte mal. Regenwasser? Scheiße, es regnet ja hier nie. Das fällt mir gerade so ein. Es regnet ja hier nie. Oh. Das ist scheiße. Warte mal, wenn es hier nie regnet, wie komme ich denn da an Regenwasser? Oder war das schon das Wasser, was vom Himmel stürzte? Es kam zumindest von oben. So, hier haben wir noch die Quelle, der wir uns bedienen können. Nee, nicht. Komisch, ich hätte gedacht schon. Oder ist sie noch voll? Warte mal. Leer. Leer. Nee, ist leer. Okay, wo kriegen wir denn sonst noch Wasser her? Ich bin... ratlos. Warte mal, aber hier drinnen war... War hier drinnen nochmal Wasser? Vielleicht altes Regenwasser, was sich hier in den Pflanzen noch gesammelt hatte, in den Vuvuzela-Pflanzen? Auch nicht. Ha. Das ist bescheiden. Wo bekommen wir Regenwasser her? Und auch hier oben wird es jetzt nichts weiter geben. Ja. Hab ich mir fast gedacht. Jetzt haben wir nur einmal Wasser gehabt. Ich raff's nicht. Seid nett, ja, ja. Wo bekommen wir denn jetzt das andere Wasser her? Was im Mond gebadet hat? Oder brauche ich da jetzt eine andere Karaffe? Ich meine, wir waren doch schon mal oben. Das heißt, wir müssen irgendwie an das Wasser kommen, was jetzt hier ist, ne? Halt mal. So. Aber mit der Karaffe kriege ich das nicht. Mutter? Ja, Ivodora? Ich hätte gern die Flasche da hinten. Du hast mir vorhin von den verschiedenen Formen des Wassers erzählt. Was bedeutet das? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. So, hier von das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen.
Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Ja, Durst wird es nicht sein. Wir brauchen besondere Anlass. Ich will einen Trank mixen. Es ist eine wichtige Zutat. Versuch das mal. Ich brauche es für einen Trank. Es ist eine der wichtigsten Zutaten. Tatsächlich. Um was für einen Trank handelt es sich? Ich will so viel Luft wie möglich ins Wasser pusten und es dann teuer verkaufen. Wir machen Mineralwasser. Es soll ein Schönheitstrank werden. Ein Wachstumstrank für Pflanzen. Ein Wachstumstrank. Flüssigdünger, könnte man sagen. Für Arbor. Arbor ist bisher gut ohne Magie ausgekommen. Und mir ist das Mondbrunnenwasser zu schade, um es an Blumen zu vergeuden. Okay, Wegen des Mondwassers. Kann ich etwas davon haben? Wofür brauchst du es? Okay, sagen wir, es ist ein Ritual. Ich möchte gerne ein Ritual durchführen. Dafür brauche ich Wasser, das im Mondlicht badete. Tatsächlich? Was für ein Ritual? Den Spiegelschwimmen der Höhle. Nee. Ich will eins werden, mit dem Kosmos die Zukunft und Vergangenheit sehen. Oh ja, das klingt gut. Ich will eins werden mit dem Kosmos und der Natur und die Zukunft sehen und die Vergangenheit. Eben die Dinge tun, die du tust. Das ist sehr gut. Aber Kind, dafür ist eine jahrhundertelange Ausbildung nötig. Nur Priesterinnen können das Mondbrunnenwasser für spirituelle Reisen nutzen. Ach. Wegen des Mondwassers. Wir sind hier noch nicht durch. Kann ich etwas davon haben? Wofür? Ich habe Durst und dachte mir, das Mondbrunnenwasser hast du noch nie probiert. Und dabei wird es auch bleiben. Verdammt. Dieses Wasser ist nicht für so profane Dinge gedacht. Ach. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Ja. Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Um jede Sexismusdebatte zu unterstützen. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Wegen des Mondwassers. Kann ich etwas davon haben? Wofür brauchst du es? Ich möchte gerne ein Ritual durchführen. Dafür brauche ich Wasser, das im Mondlicht badete. Tatsächlich? Was für ein Ritual? Ein gutes. Also es ist eigentlich... Was hast du mit dem Wasser vor? Ach, vergiss es. Ach, okay, die Wahrheit funktioniert wegen offensichtlich wegen des Mondwassers nicht. Kann ich... Wofür? So. Ich möchte einen Trank. Ich brauche... So. Für was brauche ich den Trank? Es ist ein Schönheitstrank, ich will schlank werden. Das Mondwasser... In der Tat werden dem Wasser heilende Kräfte nachgesagt. Ich wollte dich nicht damit belasten, aber dann dachte ich, wenn ich für den Prinzen hübsch sein soll, könnte solch ein Trank nicht schaden. Ja. Du hast recht. Hast du ein Gefäß? Ja, habe ich. Alles dabei. Möge das Mondbrunnenwasser deiner Schönheit helfen, wie es mir stets geholfen hat. Echt? Und Durst ist profan? Alter. Bis später. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Ja, das Lächeln. Ist das nächste Problem, was wir haben werden. Kein Regenwetter. So, okay, jetzt gießen wir das auch erstmal weg. Dap, da, dap, da, dap, da, dap. Und hier. Und in einem Land, in dem es nie regnet. Wie bekommen wir in einem Land, in dem es nie regnet? Regenwasser. Wasser, das vom Himmel fiel. Das Symbol leuchtet. Es fehlen noch 2 Symbole. Ah, nee, warte mal. Ach, das galt schon als... Ich verstehe es nicht. Ah,
also schön, Wasser, das im Mondschein badete. Damit muss Wasser aus dem Mondbrunnen gemeint sein. Warte mal, wenn aus dem Himmel fiel... Aha, damit glüht auch das zweite Symbol. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das im Mondschein badete. Beide Symbole leuchten. Es fehlt nur noch ein Symbol. Okay, also Quellwasser. Wo kriegen wir Quellwasser her? Wo kriegen wir Quellwasser her? Sehr verehrte Damen und Herren, ich sehe mich vor dem Problem, nicht zu wissen, wo ich Quellwasser herbekomme. Wie fragen wir denn da am besten? Sprechen wir da noch mit Papa? Ich weiß es nicht. Na gut, das wird ein Rätsel sein, mit dem werden wir uns dann bei der kommenden Aufnahme beschäftigen. Dann muss ich nochmal in Medias Res gehen, beziehungsweise habe jetzt nicht mehr die Zeit, das weiter zu verfolgen. Dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihr findet übrigens in der Videobeschreibung den passenden Amazon-Link zu diesem Spiel für jede Plattform, selbstverständlich. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in den kommenden Tagen wieder. Bis dahin, ich sage mal, tschüss mit Öl.